Hallo Friends und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich hoffe, ihr hört gerade nicht die Hintergrundgeräusche. Irgendwie gerade in dem Moment, wo ich die Aufnahme gestartet habe, haben irgendwelche Bauarbeiten angefangen. Ich weiß es nicht wirklich. Auf jeden Fall, wenn ihr das Video seht, bin ich 23 geworden. Ich nehme es jetzt gerade auch am Samstag, also einen Tag vorher. Also morgen bin ich 23, so. Und ja, ich dachte, ich spreche einfach heute mal über ein paar Gedanken, die ich so habe zu dem Thema 23 werden oder zum Thema generell so älter werden oder keine Ahnung, ich dachte, das wäre irgendwie ganz cool. Ich habe keinen richtigen Plan für das Video. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht. Also ich habe so ein paar Sachen aufgeschrieben, so ein paar Gedankengänge, die ich habe so zu dem Thema. Wie gesagt, ich werde 23. Dieses Jahr muss ich wirklich sagen, ich freue mich jetzt nicht so unfassbar auf diesen Geburtstag. Nicht, weil ich jetzt denke, dass 23 und 22 so ein krasser Unterschied ist. Obwohl ich echt das Alter 22 sehr mochte. Ich weiß, ich mag auch die Zahl sehr gerne, deswegen ja, hätte ich auch länger 22 sein können, aber 23 ist jetzt auch nicht der größte Unterschied. Das Ding ist nur, dieses Jahr ist das erste Mal, dass meine Mama nicht bei mir sein kann. Halt einfach krankheitsbedingt ist das nicht möglich. Nicht, meine Mama ist krank, aber jemand in der Familie so. Und das ist auch gar kein Problem. Also es ist halt kein Problem. Also ich würde mir natürlich wünschen, dass sie hier ist, aber ich verstehe total, dass es halt einfach nicht geht und dass es wichtigere Dinge gibt, definitiv. Die Person, die immer eigentlich so am meisten so excited war oder begeistert war für meinen Geburtstag, ist halt meine Mama und die ist halt gerade nicht da. Und deswegen war ich so, ja, keine Ahnung, dann mache ich halt irgendwas oder ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich mag halt einfach andere Geburtstage super gerne und ich mag auch generell Feste und so, aber so ein Geburtstag, irgendwie setzt mich das unfassbar unter Druck, wenn ich weiß, dass ich sozusagen im Mittelpunkt stehe. Aber mein Freund hat sich jetzt was überlegt für morgen. Wir gehen jetzt töpfern und falls ihr mich kennt, ihr wisst, dass ich Töpfern sehr, sehr gerne mag. Ich habe es bisher erst zweimal gemacht. Aber ich finde Töpfern ganz toll, also an der Drehscheibe. Ach, ich liebe das. Ich finde das so entspannend und so toll und ja, da freue ich mich richtig doll drauf. Und dann gehe ich mit meiner Schwester einen Kaffee trinken. Und ja, habe einfach so einen ganz entspannten Geburtstag und ich freue mich da sehr drauf. Ja, auf jeden Fall, warum ich überhaupt das ganze Video drehen wollte, ist einfach, dass ich so ein bisschen mit meinen Gedanken über das Älterwerden sprechen wollte. Ich habe einfach heute Morgen ein Video vorgeschlagen bekommen, das ist schon, glaube ich, 8 Jahre alt oder so. Also irgendwie der Algorithmus. Ich habe ein Video vorgeschlagen bekommen von einem, ich weiß nicht, wie alt er war, der Mann. Auf jeden Fall halt ein alter Mann, wurde von einem, ich glaube, jung gesetzt, von 8 Jahren oder so. Und die haben halt ein Gespräch geführt und haben halt so sich Fragen gegenseitig gestellt. Und dann hat der eine halt, also dann hat zum Beispiel das Kind gefragt, so ja, was ist doof daran, alt zu sein? Und dann meinte halt der ältere Mann so, ja, es ist doof, dass ich halt nicht mehr die Sachen machen kann, die ich früher noch konnte. Und ich fand das irgendwie so emotional, weil, ich meine, es ist nichts Neues, es ist jetzt nicht so groundbreaking. Oh mein Gott, wenn ich älter bin, kann ich nicht mehr dieselben Sachen machen, wie wenn ich älter werde und vielleicht irgendwann auch nicht mehr körperlich kann. Aber trotzdem, irgendwie hat es mich sehr berührt, so dieses Gespräch. Und ich glaube, ich vergesse halt voll oft irgendwie, so im Moment zu leben. Also ich glaube, ich bin einfach nicht die beste Person darin, einfach zu sagen, okay, das ist jetzt der Moment und ich genieße den und ich werde nicht direkt an den nächsten Moment denken, der eventuell kommen kann oder so, oder muss irgendwie mich darauf vorbereiten oder so, sondern dass man einfach Dinge genießt, so wie sie gerade sind. Ich weiß nicht, ich glaube, das fällt mir sehr, sehr schwer. Aber ich glaube, das ist halt super wichtig, dass man halt irgendwie, also ich habe irgendwie, ich glaube, meine größte Angst ist, dass ich, wenn ich irgendwie später alt bin, also was ist schon alt, also wer definiert das, keine Ahnung, aber dass wenn ich später einfach älter bin, dass ich halt so zurückblicke und sage, boah, du hast irgendwie dein Leben nicht so richtig gelebt, wie du es vielleicht gerne gemacht hättest. Und ich habe auch darüber so, ich habe auch so darüber nachgedacht, das Ding ist, ich bin ja eher gerade, also was heißt eher gerade, ich bin eher eine Person, die sehr gemütlich ist und auch sehr so in ihrer Comfortzone gerne bleibt. Also ich bin unfassbar gerne in meiner Comfortzone und breche nicht oft oder auch nicht gerne raus oder hervor oder wie auch immer. Weil
das einen ja unwohl fühlen lässt und ich mag es mich halt einfach. Ich mag es halt einfach, dass ich mich wohlfühle und ich bin auch zum gewissen Teil, ich weiß nicht, ob das die richtige Definition dafür ist, aber ich bin da auch in gewisser Weise faul so. Oder nicht gemütlich. Gemütlich ist das richtige Wort, weil ich bin nicht prinzipiell ein fauler Mensch, sondern ich bin ein sehr gemütlicher Mensch. Ich mag es, Dinge zu kennen, sei es jetzt Essen. Ich esse jeden Tag dasselbe, weil ich weiß, dass es mir schmeckt. Ich weiß, dass es einfach ist. Aber ich, ja, ich probiere auch nicht so richtig gerne unfassbar viele neue Dinge aus. Also schon, aber nicht, wenn die neuen Dinge mich so überfordern oder wenn ich merke, so, es, also ich probiere gerne neue Dinge aus, wenn ich eigentlich zu 90% weiß, dass sie eh gut werden. Und wenn ich das Gefühl nicht habe, dann lasse ich es auch meistens sein und sage dann eher so, nee, mache ich nicht oder nee, will ich nicht ausprobieren oder nee, mag ich nicht, mag ich bestimmt nicht oder nee, sage ich ab. Ich werde so häufig auf Events eingeladen, wo ich denke, ich glaube, es könnte richtig cool werden, aber dann bin ich so, ja, aber ich passe da nicht rein oder nee, da war ich, sowas habe ich noch nie gemacht oder nee, so eine Kleidung, also zum Beispiel, wenn es schicke Kleidung ist, nee, sowas habe ich nicht oder sowas passt nicht zu mir oder ich überlege mir dann irgendwelche Ausreden, damit ich halt das umgehen kann. Keine Ahnung, ich habe so oft das Gefühl, ich bescheiße mich so ein bisschen selber, weil ich halt einfach dieses Gefühl der Gemütlichkeit so krass mag, dass ich halt mich unterschätze und dann auch teilweise, wie gesagt, selber bescheiße, dass ich halt sage so, nee, du bist dafür nicht gemacht oder nee, du kannst das nicht, obwohl ich das sehr wohl könnte, wenn ich halt einfach mal sozusagen ins kalte Wasser springe und ich springe schon in kalte Gewässer. Also habe ich schon häufiger. Ich kann das auch nicht alles über einen Kamm scheren, aber ich habe zum Beispiel ein Beispiel. Ich habe da auch gestern mit meinem Freund drüber gequatscht, weil wir sind heute Abend eingeladen bei seinen Freunden und ich bin nicht so super close mit denen, also das sind halt seine Freunde. Und da sind wir jetzt eingeladen auf ein Dinner, weil zwei davon sind halt in eine WG gezogen und solche Momente lassen mich irgendwie so richtig unwohl fühlen. Also nicht unwohl fühlen, sondern das ist für mich so richtig out of my comfort zone. Es ist eine Gruppenkonstellation und ich weiß, dass ich da nicht so gut funktioniere. Das Ding ist, ich habe halt nie so, ich habe das Gefühl, ich habe nie richtig gelernt, in einer Gruppe zu funktionieren oder in einem Team zu funktionieren, weil ich nie irgendwie eine Teamsportart gemacht habe oder generell in so einer großen Gruppe funktionieren musste, sondern ich war immer eher so für mich oder mit einer Bezugsperson oder höchstens zwei. Aber in der großen Gruppe habe ich nie gelernt, so richtig so zu funktionieren oder damit umzugehen. Also meine Mama war auch immer so sehr bedacht darauf, dass ich mich wohlfühle. Und wenn ich dann mal irgendwie so früher was als Kind so ausprobiert habe, wie zum Beispiel irgendwie Touren gehen oder Ballett oder so, dann war ich immer sehr, glaube ich, so ein Kind, das gesagt hat so, nee, mag ich nicht. Oder nee, habe mich nicht wohlgefühlt. Und dann war meine Mama halt so, okay, dann musst du da auch nicht hingehen. Und das ist ja super toll, wenn man eine Mama hat, die so darauf achtet, dass man sich wohlfühlt. Ich glaube, in manchen Momenten hätte ich eventuell so einen Arschtritt gebraucht, dass ich halt einfach mal etwas so in der Art durchgezogen hätte, weil ich bin keine Person, die gut Dinge durchziehen kann. Und das fällt mir immer wieder auf, so sei es jetzt irgendwie Sport oder sei es Ernährung oder so. Ich weiß schon, also ich weiß sehr wohl, was gut ist für mich, aber ich kann es trotzdem einfach schlecht durchziehen. Wo ich halt jetzt mittlerweile auch merke, so wo ich halt älter werde, dass ich das halt immer noch nicht gut kann und dass ich halt immer noch dann solche Momente scheue und mich dann solchen Situationen ja nicht wirklich ausgesetzt und habe es dann halt aber auch nie gelernt. Also ich habe das Gefühl, auch in der Schule, ich war immer eine Person, also das Ding ist, bis zur Berufsschule war das eh nicht so ein Ding mit Teamarbeit und allem. Zumindest nicht bei meiner Schule. Also es gab mal Teamarbeit, aber weniger. Und dann kam ich zur Berufsschule und da gab es sehr viel Teamarbeit. Also wurde eigentlich so gut wie jeden Tag mit Teamarbeit so gearbeitet. Und da habe ich richtig gemerkt, dass ich diesen Kontrollverlust oder dieses, dass ich das Vertrauen abgeben muss, gar nicht kann. Und das auch überhaupt nicht mag. Und das lässt mich unwohl fühlen und ich mag es nicht, wenn ich weiß, andere Menschen sind für irgendwas zuständig, was mich dann auch betrifft. Und ich habe dann richtig gemerkt, wie ich dann eine Person werde, die dann irgendwie
alles übernehmen will oder alles kontrollieren will. Und ja, und ich habe so gemerkt für mich, dass ich das unbedingt angehen möchte, weil ich glaube, das ist super wichtig, dass man das irgendwie kann im Leben, weil man halt häufiger noch solchen Situationen ausgesetzt sein wird. Also mit Sicherheit. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man irgendwie im Team funktionieren kann. Und ich kann im Team funktionieren. Es ist jetzt nicht so, als wäre ich überhaupt nicht teamfähig. Das ist übertrieben. Aber es lässt mich unwohl fühlen. Es löst in mir unterbewusste Unruhe aus. Meistens sind es sehr tolle Menschen und dann sitzt du da und bist unter Druck, fühlst dich unwohl und bist angespannt ohne Ende, obwohl du eigentlich gerade einfach Spaß haben solltest. Und wie, ah, oh. Nee, das war, denke ich mir dann so, Fabian, das kann nicht sein. Und ich will das unbedingt lernen. Ich weiß auch nicht, wie ich das lerne. Vielleicht muss ich mich, wie gesagt, öfter solchen Dingen aussetzen. Bei mir ist auch so, wie oft meine Freundin schon gefragt hat, hey, sollen wir zusammen Tennis spielen gehen? Hey, sollen wir zusammen das machen? Sollen wir das machen? Sollen wir zusammen mal ins Fitnessstudio gehen? Und ich war so, nee, habe ich keine Ahnung von, möchte ich nicht. Ich bin einfach häufig ein Schisser in gewissen Gebieten. Ich würde nicht sagen in jedem Gebiet, aber in einigen Gebieten bin ich ein Schisser. Und auch da denke ich mir halt so, ich lebe da nicht im Moment und kann das so genießen oder kann auch einfach mal sagen, ja, dann probiere ich das aus und eventuell bin ich schlecht darin, aber es ist scheißegal, weil vielleicht macht es mir Spaß und auch zu lernen, dass man Dinge machen kann, die einem Spaß bringen, ohne dass man darin gut sein muss, ist auch irgendwie sowas, was ich unbedingt lernen möchte, weil ich glaube, das ist ein richtig krass und Frieden geben kann, wenn man einfach nur mal darauf hört, was einem Spaß macht. Zum Beispiel selbst beim Töpfern, das ist bei mir so, es muss gut werden. Und wenn das Ergebnis am Ende nicht gut geworden ist, dann finde ich es scheiße. Und ich finde das irgendwie so traurig, weil man muss doch nicht in allem gut sein, nur damit man irgendwie Spaß an der Sache haben kann. Ich versuche mal kurz die Kameraeinstellung zu ändern, weil sonst sitze ich hier gleich komplett in der Sonne und sehe aus wie Edward. Außerdem, was ich euch sagen kann, ganz ehrlich, dieses Jahr war nicht wirklich mein Jahr der Freundschaften schließen oder Freundschaften pflegen oder keine Ahnung. Ich muss wirklich sagen, dieses Jahr war ich nicht so glücklich mit mir und meiner Art, wie ich halt so Freundschaften gepflegt habe oder halt nicht gepflegt habe. Also, ich weiß nicht, ob ich da zu streng mit mir bin, aber ob ich schlecht daran bin, Freundschaften zu führen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass, keine Ahnung, dass ich viel dieses Jahr mit mir selber beschäftigt war oder viel auch unterwegs war natürlich. Aber dieses Jahr war es irgendwie für mich sehr, sehr schwer und ich hatte das Gefühl, dass Freundschaften von mir nicht auseinandergehen, aber dass man sich so ein bisschen auseinandergelebt hat oder dass man sich einfach so ein bisschen distanziert hat, was normal ist, denke ich, aber womit ich irgendwie dieses Jahr nicht so ganz gut klarkam. Ich hatte auch eine Freundschaft, die sich distanziert hat, wo ich ehrlich gesagt sehr im Reinen mit war, dass sie sich distanziert hat, weil ich einfach gemerkt habe, dass es so der einzige gesunde Weg war, damit umzugehen, ohne dass man vielleicht irgendwie irgendwas erzwingt, was einfach nicht mehr so ist, wie es mal war. Ich bin einfach nie die Person gewesen, die diese Freundschaften hat, die schon über 10, 15 Jahre lang halten oder die aus der Kindheit sind. Und irgendwie manchmal fühle ich mich deswegen schlecht oder fühle mich so, als wäre ich irgendwie unfähig, Freundschaften zu führen, weil ich halt überall sehe, so, oh, die sind schon seit 10 Jahren befreundet oder die sind schon seit 15 Jahren befreundet oder die kennen sich, seitdem sie Kleinkinder sind oder keine Ahnung. Und ich denke mir immer so, so jemanden habe ich nicht. So, ich habe für mich super wichtige Freundschaften. Wie gesagt, dieses Jahr habe ich auch nicht welche verloren, aber es ist halt einfach nicht mehr so eng, wie es mal war. Und das ist wahrscheinlich auch, wie gesagt, normal. Aber ja, ich habe auch dieses Jahr nicht wirklich viele neue Leute kennengelernt, habe ich das Gefühl. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt teilweise gar nicht mehr, was dieses Jahr alles passiert ist, weil so viel passiert ist. Also ich kann nicht glauben, dass ich dieses Jahr in Schweden war. Ich war dieses Jahr schon in Schweden. Ich war dieses Jahr in Australien. Für mich ist es irgendwie so weit weg. Und
irgendwie gibt mir das halt auch so ein Zeichen dafür, dass ich halt einfach lernen muss, mehr im Moment zu leben und lernen muss, noch dankbarer dafür zu sein, was ich alles erleben darf. Ich bin sehr, sehr dankbar für alles, was ich erleben darf, keine Frage, aber ich glaube, dieses, dass man sich bewusster ist darüber, was man erleben darf, oder dass man sich generell bewusster darüber ist, was man alles hat, das muss ich, glaube ich, definitiv noch mehr lernen und muss irgendwie noch mehr schauen, dass ich das irgendwie mehr verinnerliche. Ich habe mal ein Buch gelesen, sehr lange her, das heißt, glaube ich, Mitternachtsbibliothek. Das zeigt auf jeden Fall auf, oder darum geht es halt einfach, dass man als Mensch eventuell hunderte, tausende Paralleluniversen hat, wo man eventuell sich für irgendwas anderes entschieden hat und ein ganz anderes Leben führen kann. Ich frage mich manchmal, ob mir irgendwas noch fehlt, dass ich so vollkommen mich anfühle. Ich habe so das Gefühl, ich liebe aktuell meinen Job. Ich mache ja Social Media hauptberuflich und ich liebe alles daran. Ich kann mich komplett kreativ ausleben. Ich mag einfach diese Freiheiten. Es ist einfach für mich wirklich ein Traum, dass ich das machen darf. Trotzdem frage ich mich häufig so, ob ich vielleicht auch was anderes machen sollte. Natürlich denkt man sich jetzt so, okay, dann probier doch einfach aus, aber ihr wisst gar nicht, wie viele Gedanken ich in meinem Kopf habe und wie viel ich da ausprobieren müsste, dass ich wüsste, was es ist. Ich wünschte, es würde da draußen jemanden geben, der so den Weg weisen kann und sagen kann, hey, das, was du gerade machst, ist so cool, aber vielleicht ist das noch deine Ergänzung. Und das hätte ich unfassbar gerne, weil ich glaube, dieses Abschalten von diesem Social-Media-Thema würde mir schon sehr gut tun. Ich kann nie abschalten. Ich weiß, man darf sich in meiner Position eigentlich nicht beschweren. Und das will ich auch gar nicht. Ich will nicht sagen, oh mein Gott, mein Leben ist so hart. Nein, sondern es ist wie in einem anderen Beruf, wo man nicht abschalten kann. Ich kann einfach nicht abschalten so. Es hat nichts unbedingt mit dem Beruf zu tun, sondern einfach mit mir als Person, dass ich es nicht gelernt habe, meinen Tag so zu strukturieren, dass ich sagen kann, so ab dieser Uhrzeit ist jetzt Schluss und gut ist. Und ich glaube, man kann das. Ich habe es einfach nur noch nicht gelernt. Um jetzt mal auf das Thema Gruppen und das alles so zurückzukommen. Wenn ich weiß, ich werde eine größere Gruppe betreten, dann habe ich das Gefühl, ich bin das schwächste Glied. Das führt ja immer dazu, dass ich mich dann in solchen Gruppenkonstellationen oder generell in solchen Momenten, wo ich mich unterlegen fühle, dann auch hinterfrage und dann so gefangen bin in meinem Gedankenkarussell, dass ich dann einfach nicht ich bin und richtig merke, wie ich anfange zu beobachten, so als wäre ich gar nicht anwesend. Also als wäre ich gar nicht gerade Teil dieser Gruppe, sondern einfach als wäre ich ein Außenstehender, der, weiß ich nicht, es ist ganz komisch. Ich bin wirklich komisch. Wenn ich später älter bin und ich zurückblicke und ich mich mein Leben lang nur angepasst habe, ich bin sauer. Dann bin ich sauer. Ich habe keinen Bock mehr, mich anzupassen. Ich habe keine Lust mehr. Wirklich, ich habe mich mein ganzes Leben lang so gut es geht versucht anzupassen. Gerade in solchen Gruppen. Ich habe ein Beispiel. Gerade wenn ich in Gruppen zu Gruppen stoße, die gefüllt sind von Menschen, die sehr viel von sich halten und sehr von sich überzeugt sind, teilweise auch in unangenehmem Maß, dann habe ich das Gefühl, ich muss irgendwie so sein, dass sie mich auch cool finden. Warum? Warum versuche ich das? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil man irgendwie Bestätigung will, weil man irgendwie Aufmerksamkeit irgendwie will von diesen Menschen. Warum auch immer. Weil ich weiß, dass es mich überhaupt nicht erfüllt, dass ich Aufmerksamkeit von diesen Menschen bekomme. Ich weiß es nicht. Ich will einfach, nee, ich habe einfach gar keinen Bock mehr. Ich bin so satt, dass ich denke, ich muss mich irgendwie behaupten oder muss irgendwie so sein, dass ich irgendwie dazu passe oder mich Leute irgendwie besser finden. Ja, oder dass ich da denke, nee, du musst jetzt so und so, du musst jetzt unbedingt lächeln oder freundlich sein, dass der Mensch jetzt nicht denkt, dass du irgendwie
angepisst oder böse bist, wie oft ich darüber nachgedacht habe, oh mein Gott, was kann die jetzt von mir denken? Weil ich im Moment nicht gelächelt habe, was kann die jetzt von mir denken, weil ich jetzt so und so reagiert habe. Und jeder wird eh das über dich denken, was er will. Und du kannst es nicht ändern, du kannst nicht in die Köpfe der anderen Menschen springen und kannst irgendwie gucken, hey, das denkst du jetzt über mich und das nicht. Wird nicht passieren. Manchmal kannst du nett zu Menschen sein, manchmal kannst du der liebste Mensch auf Erden sein und die Menschen denken trotzdem, du bist scheiße. Und dann ist es so. Ja, Leute, wir kommen schon fast zum Ende, weil ich will euch auch nicht ein Ohr abkauen. Aber die Quintessenz aus diesem Video ist einfach, dass ich hoffentlich in meinem nächsten Lebensjahr oder in diesem Lebensjahr lerne, ziehen wir alles auf, was ich vielleicht noch mitgenommen habe, dass ich mehr, das habe ich gar nicht erwähnt, aber ich möchte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen, mehr Quality Time mit meiner Familie verbringen, mit meinen Freunden. Ich möchte auf neue Leute zugehen. Ich möchte neue Dinge ausprobieren. Ich möchte häufiger aus meiner gemütlichen Umgebung rauskommen. Ich möchte mehr im Moment leben. Definitiv. Ich möchte viel mehr im Moment leben. Ich möchte nicht nur Dinge tun, damit ich irgendwie einen Benefit rausbekomme. Ich möchte nicht von mir erwarten, dass ich gut in allem bin und dass ich nur deswegen es gerne machen kann. Ich will viel mehr Dinge machen, die mich einfach nur glücklich machen. Ich möchte reisen, aber diese Reisen mehr genießen. Und ich möchte bewusster sein. Ich möchte bewusster leben. Ehrlich gesagt auch gesünder leben, aber vor allem bewusster leben. Und dankbarer sein oder deutlicher meine Dankbarkeit zeigen. Ich möchte mich häufiger, ich weiß nicht, ob das wenn man aus der Komfortzone rausgeht, aber ich möchte mich häufiger Momenten und Situationen aussetzen, die mich unwohl fühlen lassen. Ich möchte mich nicht mehr irgendwelchen Menschen anpassen. Klar, das kann immer mal wieder passieren, aber ich möchte davon loskommen, dass ich das Gefühl habe, ich muss mich irgendjemanden anpassen. Und insgesamt wünsche ich mir einfach für das nächste Lebensjahr, dass es meiner Familie gut geht, dass alle gesund sind, dass ich meine Oma öfter sehe, dass ich meine Mama öfter sehe, dass ich meine Hunde öfter sehe, dass ich Michael öfter sehe, dass ich generell häufiger auch Franzi sehe, dass ich mehr Zeit mit Menschen verbringen kann, die mir wirklich, wirklich gut tun. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn ich hier ein bisschen saß wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Naja, ich hoffe auf jeden Fall, es geht euch gut. Ihr habt jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bye!